Pokalfinale zwischen Liverpool und Juventus Turin. Der Tod von 39 italienischen Zuschauern am 29. Mai 1985 im Brüsseler Heysel-Stadion schockte die ganze Welt. Heysel war der Anfang einer neuen Ära des Hooliganismus. Heysel wurde so etwas wie der Inbegriff des Hooliganismus. Es begann relativ harmlos. Ein paar Menschen rannten umher. Doch dann, am Ende, hatte es schreckliche Folgen. They tried to run away, but a concrete wall blocked the escape route. It collapsed, crushing those on the other side. Es war so unglaublich. Niemand hätte gedacht, dass so etwas Furchtbares passieren könnte. Erst dieser Tag hat viele Menschen aufgeweckt. Hooliganismus war jetzt auf den Titelseiten. Auf einmal schaute die ganze Welt zu. Und auch die Politik musste davon Notiz nehmen. Ich hoffe, wir kriegen diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Wir werden sie vor ein Gericht stellen und hart bestrafen, sodass alle gewarnt sind und endlich.